sagen, jetzt schauen wir noch ins Assi-TV-Video. Das habe ich ja gerade noch entdeckt. Eure Beichten, das Video kenne ich noch gar nicht. Beichten hört sich eigentlich immer gut an. Beichten sind lustig. Gehen wir direkt rein ins neue Video von jetzt Assi. Let's go. Leute, heute gibt's bei mir Döner. Wie immer. Nein, Spaß beiseite, Leute. Beichten ist wieder am Start, Bruder. Und ohne so viel zu reden, ich will direkt anfangen. Ich habe gar keinen Bock jetzt ohne noch, um den heißen Brei zu reden oder wie die Leute immer sagen. Deswegen, Leute, Corona-Edition, Quarantäne-Edition, alles Edition. Let's go, Bruder. Mies gespannt, boah. Okay, das war ein bisschen cringe, aber trotzdem, Bruder, ich bin ein bisschen motiviert, sag euch ehrlich. Okay, let's go, let's go. Ich beichte, dass ich Corona hatte und extra meine Freunde angesteckt habe. Bruder, du ehrenloser Hund! Ey, ich muss dazu gar nichts kommentieren. Hauptsache, Hauptsache, er blendet erstmal ein Bild von Simex ein, in dem Moment, wo er ehrenloser Hund sagt. Bro, aber das Real Talk ehrenlos. Würdet ihr eure Freunde mit Corona anstecken? Was? Manuelsen, sag einfach, was du von ihm hältst. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Walla. Okay, danke, Bruder. So, der nächste. Ich, M16, beichte, dass ich ein Doppelleben führe als halb Deutsch, halb Türke. Bruder, ey, wer hat das nicht gemacht, Bruder? Vor Deutschen, vor Lehrern immer so. Ja, hi, ja, natürlich, sie haben natürlich recht, dies und das. Und draußen bei Pause, Bruder, man ist sich selber, weißt du, was ich meine? Jeder war mal halb Türke, halb Deutscher. Kommt immer drauf an, seid ehrlich. Normal, Bruder. So, okay, nächste. Ich, M14, beichte, dass ich mich durch Lockdown verändert habe. Andere verändern sich durch Geld oder so, Bruder, der verändert sich durch Lockdown. Walla, wie geht das? Wie geht das? Aber vielleicht hat der recht. Stell dir vor, du sitzt in deinem Zimmer, du so, Bruder, ich verändere mich. Ey, ich werd verrückt, Bruder. Er hat sich verändert. Nächste. Ich beichte, dass ich scharfe Nudelsauce meinem Vater gegeben habe. Er wusste es nicht. Oh mein Gott, du ehrenloser Hund! Ey, Leute, kennt ihr diese chinesischen Nudeln mit dieser Zweimaschine, diese spicy Oh, die sind wild. Soße, die sind krank. So dunkelrot, Bruder, wie Blut. Die sind Bruder, krank, ich hab ein kleines bisschen diese Soße probiert. Ey, ich war Toilette, ich konnte nicht mehr. Bruder, mein Gott hat gebrannt. Ich bin gestorben einfach. Zu viele Informationen, krank, Bro. Bruder. Diese Chinesen sind krank. Die essen kranke Sachen, Bruder. Die machen Schärfe. Das ist nicht mehr normal. Du Hund, Bruder. War da ekelhaft. Ekelhaft. Nächste. Ich, M19, beichte, dass ich im Online-Unterricht Fremde einlade, um den Unterricht zu stören. Zerstören auch noch. Oh mein Gott. Schade, dass ich von Schule draußen bin. Ich hätte auch so miese Bock gehabt, so im Online-Unterricht Scheiße zu bauen. So. Keine Ahnung. Oh. Ey, Mann, ladet mich mal zu eurer Sitzung. Stellt euch mal vor, ihr macht Online-Unterricht und ihr ladet einfach irgendwelche Randoms zu euch in den Klassenraum ein. So. Rein, so Online-Trick, ich hab nie so Bock, ich geh so rein, ich sag so, ja, hi, Herr Lehrer, ich hab das nicht verstanden und so, ich huber so mit dem rum. Ey, das wär so lustig, walla. Okay, nächste. Walla. Ich habe einfach durch Lockdown angefangen zu halluzinieren, ohne Scheiß. Bruder, du hast nicht halluziniert, du hast etwas gesehen. Ich schwöre dir, Bruder, wenn ich im Bett liege, ich sehe auf einmal Spider-Man oder Batman vor mir, ich würde Hodja gehen, Bruder, ich würde diese Teufelsaustreibung machen, um überhaupt zu verstehen, was los ist, Lan. Stell dir vor, du siehst irgendwas. Nächste, Bruder, nächste. Ich am 13 beichte, dass wir vor der Polizei abhauen mussten, weil wir drei Haushalte waren. Oh, Bruder, frag mich nicht, wir sind zu dritt im Auto, Bruder, Polizei. Hallo, Polizeikontrolle. Ich hoffe, die Polizistin guckt gerade nicht zu. Hören Sie, ich meine sie nicht. Egal, auf jeden Fall sagt so, ja, hier sind drei Haushalte, dies, das. Und danach mein Freund neben mir, der sagt direkt so, ey, bitte machen Sie keine Strafe. Und die so, ja gut, ich lass mal mit einer Verwarnung. Und jetzt geht nach Hause. Oder war er miese geschwitzt. 250 Euro pro Person, Bruder, sehe ich aus wie ein YouTuber. Okay, schon, aber... Bruh. Ach egal, nächste Frage, Bruder, hört auf damit. Okay, so. Ich beichte, dass ich den Hype um Rust nicht verstehe. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab auch Among Us Hype nicht verstanden. Bruder, diese Spiele, die sind seit 50 Jahren draußen, keiner zockt die. Auf einmal, die sind wieder populär, jeder zockt es auf einmal. Das ist aber echt so. Ich beichte, dass Jan das immer noch so gleich aussieht. Bruh, hört mal zu, es gibt einen YouTuber, der noch mehr gleich aussieht wie davor. Ich sag, Jan sieht immer gleich aus. Seid mal ehrlich, ich sehe immer gleich aus. Bruder, ich sehe aus das wie stimmt. Vor drei Jahren dieser Nussknacker bei Gott. Ich hab seit drei Jahren die gleichen Sachen an, Bruder. Ich sehe immer gleich aus. Du musst schreiben, jetzt Asti, wo sieht immer gleich aus. Zeig mir ein Video, wo ich nicht gleich aussehe. Ich hab seit 30 Jahren meine Krone, meinen Hut nicht gewaschen, Bruder. Ich sag dir so. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Okay, nächste. Hm. Ich am 15 beichte, dass ich ohne Mundschutz im Rewe war und alle mich angeschrien haben. Ey, Bruder, ich schwöre dir, ja, ist auch ich geh in den Laden rein, um Maske zu kaufen, weil ich hatte keine Maske dabei. Ich wollte gerade reden. Mundschutz! So, beruhigen Sie sich doch. Ich wollte doch gerade eine Maske kaufen. Chill doch. Ja, das geht so nicht. Sie können doch nicht ohne Maske rein. Da kriegen wir die Strafe von der Polizei. Das geht nicht. Sag ich, okay. Safi, ah. Wenn man keine Maske hat, man denkt, man ist kriminell, Bruder. Ich hab Bank ausgeraubt. Was ist das? Nächste. Ja, die Leute drehen schon voll durch so, aber man muss halt auch einfach an die Regeln halten. Ne? Ist halt so. Ich speichere, dass ich von meinem Bruder die langen Haare im Schlaf rasiert habe. Ey, boah, das glaube ich nicht, Bruder. Das ist ehrenlos. Nicht. Wenn jemand schläft, man rasiert den Haare mit Gillette oder so, das merkt man doch, oder nicht? Bruder, ich würde es merken. Und ich sag euch ehrlich, bei mir so, mich jucken Haare gar nicht. Ich denke mir, das wächst doch eh. Ich würde einen Tag Glatze machen, nächsten Tag würde ich lange Haare machen. Das juckt mich alles gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Weil Haare wachsen und die wachsen nicht. Außer du bist Ding jetzt. Johnny Sins haben wir da wächst gar nichts mehr. Glatze. Oder Lofty. Nein, Spaß. Meine Augen. Er hat gegen Lofty geschossen.
Er hat einfach gegen Lofty geschossen. Okay, nächste. Ich am 17 beichte, dass ich 4Bro nicht mag. Ey, oh Bruder, diese 4Bro, das kam aus dem Nix. Ich sag euch was ehrlich, ist dieses ich probiere diese Bubblegum. Kennt ihr? Diese Peach geht okay, ist okay. Ich probiere diese Bubblegum. Erster Schluck, ich dachte mir, das schmeckt gut. Zweiter Schluck, ich hab fast gekotzt. Walla. Walla. Weil das schmeckt wie Chemie. Wisst ihr, was ich meine? Das schmeckt wie Chemie einfach. Versteht was ist das dieses 4Bro? Ich kann das nicht trinken. Aber okay, nächste. Ich beichte, dass ich Corona habe, aber nichts spüre. Ja, Bruder, bei meinem Freund doch auch. Der hatte auch Corona. Der hat gesagt, der hat gar nichts. Der fühlt nichts und so. Ich hab gesagt, Bruder, bleib mal zu Hause. Komm mal nicht näher, Bruder. Egal, ob du hast, was hast oder nicht. Geh mal weg von mir, Bruder. Walla, geh weg. Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Aber bei manchen ist so, manches so. Egal, nächste, Bruder, nächste. Puh. Ich beichte, dass ich wegen Lockdown angefangen habe zu rauchen. Ja, Bruder, ist klar. Ja, der fängt durch. Ja, der labert Scheiße, Bruder. Was schreibst du hier für Lügen rein? Aber wenn das stimmt, dann bist du krank. Leute, ich habe wegen Corona, ich sag euch ehrlich, ich habe wegen Corona Heroin und Kokain angefangen. Ich ziehe jetzt vor euch eine Leinwand auf. Ey, Bro. Assi. Aber gleich rufen die Nachbarn Bullen, Bruder. Harte, Bruder, haut rein. Creator Code Assi nicht vergessen. Und ja, ciao. Digga, jetzt Assi TV auch immer diese kompletten Random-Videos. Alles trotzdem nice. 4Bro ist ein Eistee. Ich hab das auch gar nicht mitbekommen. Ist das so gerade neuer Trend? Ist das so im Hype oder was? Trinkt mal lieber Gamers Only, Leute, als 4Bro.